schöne, tolle Hardware, die hier herumfliegt, ne? Doch, um ehrlich zu sein, nützt einem diese ganze Hardware nicht viel. Erst mit der Software kommt doch die richtige Freude auf. Aber die Disketten können immer schlechter gelesen werden und gehen nach und nach kaputt. Doch, natürlich gibt es Abhilfe. Herzlich willkommen bei Retro und Games. Los geht's! Retro-Fan habe ich natürlich einiges an alter Hardware und eben auch viele, viele Disketten. Doch wie ihr hier sehen könnt, sind manche einfach komplett hinüber. Daher empfehle ich euch dringend, Backups von euren Originalspielen und Programmen zu machen. Sind eure Disketten schon hinüber, gibt es aber Backups im Internet, die man sich downloaden kann. Ich zeige euch, wie einfach das geht. Aber Vorsicht, natürlich gibt es das Copyright und fast jedes Programm oder Spiel benötigt eine gekaufte Lizenz. Ich bin kein Anwalt und welche Konsequenzen ein Download hat, kann ich euch nicht sagen. Jedenfalls zeige ich euch hier nur die Möglichkeit und bin in keinster Weise für Lizenzverletzungen verantwortlich und rate euch deshalb von Download lizenzpflichtiger Anwendungen oder Spiele ab. So, jetzt aber los! Als erstes natürlich mal den Browser öffnen. Wir wollen ja Software für unseren C64 finden. Das macht man am einfachsten direkt auf der Seite csdb.dk. Den Link findet ihr unten in meiner Videobeschreibung. CSDB steht für C64 Scene Database. DK ist ja die Endung für Dänisches Königreich und da ist die Seite wohl auch zu Hause. Jedenfalls bietet es eine Menge an Informationen, Neuigkeiten und eben auch Downloads. In der Bildschirmmitte seht ihr gleich mal die neuesten Ereignisse. Oben stehen die letzten Releases und weiter unten die neuesten Posts. Links oben ist die Registrierung und der Login. Damit ist dann auch eine Nutzung des Forums oder das Hochladen von Informationen und Dateien möglich. Aber für viele von euch ist das wahrscheinlich nicht relevant. In der linken Spalte gibt es noch ein paar weitere Informationen. Rechts sieht man die User, die gerade online sind, die besten Demos und unten gibt es noch ein bisschen Werbung. Von den Reitern oben sind nur die wenigsten interessant. Naja, da ist nochmal der Login und die Registrierung. Unter Browse kann man die verschiedenen Gruppen, Szenen und so weiter auswählen und entsprechend filtern und danach ein bisschen, ja, suchen dann doch irgendwo. Naja, dann gibt es noch die Hilfe und ein wenig Statistik. Gut sind natürlich dann die Foren und auch die RSS-Feeds, die einen mit jeder Menge Informationen versorgen, wenn man das haben möchte. Und spenden kann man natürlich selbstverständlich auch sehr gerne. Das Wichtigste befindet sich jedoch rechts oben, das Suchfeld. Hier gebe ich einfach mal beispielhaft Winter Games ein. Schon kommen einige gefundene Einträge. Dabei handelt es sich nicht nur um Spiele, sondern es kann auch ein Soundtrack, eine Grafik oder sonst irgendetwas sein. Die einzige Voraussetzung auf dieser Seite ist, dass es mit dem C64 zu tun hat. Nach der Nummer kommt hier vorn ein Symbol, auf das man achten sollte. Normalerweise ist das eine Diskette mit gelblicher Farbe. Ist diese aber dunkler und ein Zickzack darauf zu erkennen, dann wurde die Datei als defekt markiert. Ob sie wirklich defekt ist, steht auf einem anderen Blatt, aber ich würde die Datei dann eher nicht herunterladen. Ist gar kein Symbol vorhanden, gibt es auch nichts zum Downloaden. Klickt man auf einen Eintrag, kann man ein paar Screenshots sehen und auch die Download-Links. Manchmal sind es Disketten-Images, also .d64-Dateien, die ein Emulator oder DIRC64 direkt verarbeiten kann. Öfters kommen auch mal ZIP-Dateien oder sonstige Packformate vor. Insbesondere, wenn es mehrere Disketten sind. Dann muss man diese nach dem Download halt noch entpacken, klar. Ich habe hier zwar noch die Original-Winter-Games-Disketten, aber ich klicke mal lieber trotzdem nicht auf Download. Ich will ja kein Copyright verletzen. Was ihr bei den Ergebnissen oft noch sehen könnt, ist ein Text ganz unten. Da steht dann wie hier, Show all 136 matching releases. Dort klickt ihr am besten drauf, damit ihr alle Einträge seht. Sonst seht ihr eben nur die ersten 25 und die sind nicht immer die besten. Hinter jedem Eintrag ist dann noch in Klammern aufgelistet, um was es sich eigentlich handelt. Ein C64-Crack ist natürlich ein Spiel oder Programm, bei dem der Kopierschutz entfernt wurde. Aber es gibt eben auch Demos, Graphics, Music etc., sodass man hier auch ein Auge darauf haben muss, was man denn da anklickt. Zu guter Letzt ist dann noch aufgeführt, welche Gruppe es veröffentlicht hat und auch wann. Das ist manchmal ganz hilfreich. Ich glaube, die späteren Releases sind oft besser, weil sie vermutlich mehr Wert auf Funktionalität und Kompatibilität gelegt haben und nicht nur darauf, der Erste zu sein, der ein Spiel gecrackt hat. Außerdem bieten die Releases oft Trainer an, was ihr an der Zahl nach dem Spiel sehen könnt. Bei Winter Games sehe ich hier jetzt gar nichts, dann gebe ich einfach mal Airborne ein. Shooter haben sowas eher mit dabei. Und siehe da, hier steht plus 7 oder plus 8 oder so. Das heißt, es gibt 7 bzw. 8 Modifikationen. Was genau das ist, ist nicht aufgeführt, aber meistens sind das dann unendlich Leben, unendlich Munition. Ja, ihr kennt das ja.
Die Suche ist allerdings leider nicht sehr gut. Das heißt, man muss den Namen schon ganz genau eingeben, sonst findet er nichts. Gebe ich hier zum Beispiel Airborne statt Airborne ein, dann findet er nichts. Deshalb muss man eventuell vorher den Namen im Internet recherchieren. Auch ein unvollständiger Name kann problematisch sein. Wenn ich zum Beispiel nur Ninja eingebe, dann kommen da einfach ewig viele Einträge. Naja, und bis ich dann das Richtige finde, das kann dann etwas länger dauern. Klar, ich lade jetzt hier einfach nur irgendwas herunter, um euch zu zeigen, wie es dann weitergeht. Dann nehme ich einfach mal eine Grafik. Hier steht Ninja Dreams, das hört sich doch ganz gut an, die lade ich mir einfach mal runter. So, draufklicken und ja, dann startet auch schon der Download. Und wie gesagt, die Suchfunktion hat halt leider ihre Grenzen, aber trotzdem finde ich die Seite recht cool, da sie eben wahnsinnig viele Informationen rund um den C64 bietet. Und auch coole neue Demos, Musik etc. immer wieder hier als erstes auftauchen. Wenn sich jedoch jemand nicht die Mühe machen will, alles einzeln herunterzuladen, gibt es auch noch einen anderen Weg. Den solltet ihr allerdings aus lizenzrechtlichen Gründen nur einschlagen, wenn ihr sicher seid, dass das für euch keine rechtlichen Konsequenzen hat. Die Seite archive.org bietet eine recht komplette Sammlung an C64-Dateien an. Wenn ihr den Link aus meiner Videobeschreibung unten öffnet, dann kommt ihr zu dieser Seite hier. Scrollt ihr ein wenig nach unten und geht dann auf der rechten Seite auf ZIP, dann könnt ihr die Sammlung in einem Rutsch herunterladen. Aber Achtung, es handelt sich dabei um über 18 GB und empackt ist es dann bestimmt noch einmal um einiges mehr. Ihr solltet also genügend Festplattenplatz vorhanden haben. Ihr könnt auch einen Torrent nehmen, aber das erkläre ich jetzt hier nicht weiter. Und was macht ihr als nächstes, wenn ihr jetzt etwas runtergeladen habt? Nun, um das auf einen echten C64 zu transferieren, also auf eine Diskette, braucht es leider zusätzliche Hardware. Hier gibt es auch viele Möglichkeiten, aber die stelle ich euch in einem zukünftigen Video mal vor. Also dranbleiben lohnt sich. Einfacher wäre es zum Beispiel mit dem DIRT-C64. Die Datei einfach auf einen USB-Stick kopieren und diesen in DIRT-C64 stecken. Ich transferiere die Grafik, die ich vorhin heruntergeladen habe, jetzt auf den USB-Stick. So, fertig. Und jetzt natürlich umstecken. Ihr seht, dass der DIRT-C64 schon läuft und ich warte noch ein bisschen, bis er den USB-Stick erkannt hat. Jetzt wähle ich mit dem Joystick unten den Stick aus und es erscheint eine Art Dateibrowser. Ich habe nicht viel auf dem Stick, sodass ich schnell zu der Grafik komme und sie starten kann. Und wie ihr seht, hier ist diese Grafik. Es gibt natürlich aber auch noch die Möglichkeit, ohne jegliche Hardware auszukommen. Also mal abgesehen von einem PC oder Mac. Dazu gibt es diverse Emulatoren. Ich starte mal den vermutlich populärsten, nämlich Wise. Dann ist es eigentlich auch recht einfach. Ich gehe auf File und Attach Disk Image und dann Drive 8. Somit füge ich das Diskettenabbild dem Emulator hinzu. Ja, danach Load in Anführungszeichen Stern, 8,1 eintippen, so wie beim richtigen C64 halt auch und dann warten. Auch das Diskettenlaufwerk wird natürlich emuliert und das war ja bekanntlich nicht das schnellste. Tja, und wenn es dann geladen hat, dann noch Run eingeben und auch hier startet die Grafik. Also ihr seht, es ist nicht notwendig, Geld auszugeben, um solche aktuellen Demos oder auch Spiele und Programme zu starten. Aber vermutlich wisst ihr das ja eh. Für die unter euch, die auf echte Hardware schwören, zeige ich bald, wie man solche Images oder Abbilder auf echte Disketten übertragen kann. Da sind wirklich tolle Möglichkeiten mit dabei. Also dranbleiben lohnt sich. Schaut euch doch auch den Amiga Mini hier an, der hat 25 Spiele und sicher alle Lizenzen mit dabei. Ich sage danke fürs Zusehen, schaut wieder rein, wenn es heißt Retro und Games. Ciao, bis dann!